Hallo liebe YouTube-Freunde, liebe Filmfreunde, es geht wieder los mit meinem Montags-Update. Ich habe mir letzte Woche wieder einige Filme zugelegt, einige Bestellungen sind angekommen. Habe mich sehr gefreut, ein paar Schnäppchen gemacht. Zuerst habe ich mir einmal bestellt 6 Filme für 20 Euro bei Amazon. Da habe ich wieder zugeschlagen. Da habe ich mir einmal bestellt Allein mit Onkel Buck, mit John Candy, einen John Hughes-Film. Ja, John Hughes und John Candy sind ja beide leider schon verstorben. John Candy fand ich immer als Kind sehr cool in seinen ganzen Komödien, habe ich sehr gerne gesehen. Auch John Hughes hat mich als Kind sehr beeindruckt durch seine ganzen, ja, erstmal Teenie-Filme, später waren es dann ja Kinderfilme. Aber ich war immer schwer begeistert und natürlich gehört Allein mit Onkel Buck auch in die Sammlung und deswegen musste der natürlich bestellt werden. Dann der Film Am wilden Fluss, ein cooler Thriller mit Kevin Bacon und Meryl Streep. Kevin Bacon als richtig böser Gangster, sehr, sehr cool. Sehr spannender Film, hat mir unheimlich gut gefallen, gehört natürlich auch in jede Sammlung. Dann haben wir den Film Das Traumteam mit Michael Keaton, Christopher Lloyd. 4 Psychiatrie-Patienten machen mit ihrem Aufpasser einen Ausflug zu einem Baseballspiel. Unterwegs passieren einige Dinge, der Betreuer wird ja niedergeschossen oder niedergeschlagen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und die vier machen sich auf die Suche nach den Gangstern, die dafür verantwortlich sind. Sehr, sehr lustige Komödie. Die vier haben echt auch einen richtig krassen Tick und macht sehr, sehr großen Spaß, diesen Film zu gucken. Dann der zweite Teil meines Lieblingsfilms, meiner Lieblingskomödie, Fletch 2, der Troublemaker kehrt zurück. Chevy Chase, ich liebe ihn in seiner Paraderolle, hier auch wieder mit 1000 verschiedenen Masken unterwegs. Macht sehr, sehr großen Spaß, ich mag ihn unheimlich gerne. Schade, dass er mittlerweile keine guten Filme macht, aber der Mann ist auch mittlerweile 70 Jahre alt und es ist ja noch ein neuer Fletch angekündigt worden. Ich bin mal gespannt, ob der gedreht wird und ob Chevy Chase noch zurückfindet zu seiner alten Klasse, die er hier hatte. Naja, dann habe ich mir bestellt Ich, Du und der Andere mit Matt Dillon, Owen Wilson und Kate Hudson. Und Michael Douglas spielt auch eine kleine Rolle. Auch eine sehr, sehr schöne Komödie. Matt Dillon, einer meiner Lieblingsschauspieler, und Owen Wilson sehe ich auch sehr, sehr gerne. Macht auch sehr, sehr viel Spaß, der Film. Ja, und dann noch mit Sylvester Stallone ein Film neben Estelle Getty in Stopp oder meine Mami schießt. Ich liebe diesen Film. Viele mögen diesen Film nicht. Ich weiß gar nicht warum. Ich mochte auch Sylvester Stallone in seinen Komödien sehr gerne. Oscar und auch der Senkrechtstarter von Anfang der 80er, glaube ich, war das noch. Da habe ich ihn auch sehr gerne gesehen. Also ich mag Sylvester Stallone einfach. Ist ein cooler Typ, auch heute noch. Und deswegen gehört dieser Film natürlich auch in die Sammlung. Ja, dann war ich im Secondhand-Laden und habe dort einen Film sogar noch original verschweißt bekommen für 3 Euro. Operation Broken Arrow mit John Travolta und Christian Slater hat mir auch noch gefehlt. Ein sehr, sehr geiler Actionfilm. Ich mag John Travolta in diesem Film super gerne, weil er hier ein richtig, richtig böser Typ ist und sich über, ja, über das Bösesein einfach freut. Das spielt er wirklich genial in diesem Film und deswegen gehört dieser Film natürlich auch in die Sammlung. Dann habe ich bei eBay ersteigert für 1 Euro den Film Cash mit Sean Bean und Chris Hemsworth. Das ist ein richtig cooler Gangsterstreifen. Ja, Sean Bean hat, glaube ich, einen Banküberfall gemacht und um nicht erwischt zu werden, schmeißt er dann das Geld aus dem Auto und der Koffer mit dem Geld landet bei Chris Hemsworth und auf dem Auto. Ja, er macht den Koffer dann auf und findet einen Riesenhaufen Geld vor, nimmt das Geld mit nach Hause und er und seine Frau fangen dann an, erstmal die Wohnung auszustatten, sich ein neues Auto zu kaufen. Irgendwie kommt Sean Bean aber dahinter, wer das Geld hat, und verlangt von den beiden natürlich das Geld auf den letzten Cent zurück. Und das wirklich in einer ganz krassen Art. Also sie müssen wirklich dem das ganze Geld wieder ranschaffen. Und ja, er führt dann auch Buch und kommt wirklich auf jeden Cent. Er möchte dann wirklich bis auf den kleinsten Cent das Geld wieder haben. Und das ist echt ein richtig geiler Film. Der macht sehr, sehr viel Spaß. Also schaut ihn euch an, der ist wirklich richtig gut. Ja, dann war ich bei Müller. Ich hatte mir erst 3 Steelbooks bei Amazon vorbestellt. Die gab es bei Müller jetzt aber jeweils 3 Euro günstiger. Und zwar einmal Goodfellas
im Steelbook jetzt hier auf Blu-ray für 9,99 € bei Müller. Bei Amazon 12,99 € habe ich mir natürlich direkt mitgenommen. Sehr, sehr geiler Film, hatte ich jetzt noch nicht. Dann den Film 7, den verkaufe ich ja in der Premium Collection, jetzt hier im Steelbook für 9,99 €. Ist zwar jetzt kein Booklet dabei, was natürlich bei der Premium Collection schön ist, aber ich mag einfach dieses Cover, wo einfach nur 7 draufsteht, lieber. Finde ich sehr schön. Deswegen auch mitgenommen. Und dann die Neuauflage von Sucker Punch. Das erste Steelbook ist ja sehr, sehr schwer zu kriegen. Die Zweitauflage war dann mit festem FSK-Logo, wollte ich auch nicht haben und war jetzt froh, dass der nochmal rauskam. Jetzt auch für 9,99 €. Habe ich natürlich dann auch direkt mitgenommen. Die Filme kennt ja eh jeder, brauche ich nicht viel zu sagen. Dann habe ich mir natürlich auch vorbestellt die Dark Knight Trilogie. Ich habe mir die Version mit den Steelbooks vorbestellt. Ja, zu dem Thema Kleber, also hier war ja so ein Umschlag drum mit den Infos hinten drauf und es war hier und hier festgeklebt. Den ersten Kleber abzukriegen war sehr schwierig, weil man hier nicht drunter kam und wie bei den meisten hat sich hier auch ein bisschen die Folie von dem Deckel hier auch ein bisschen abgehoben. Ein bisschen ist das zu erkennen. Hier oben war es dann etwas leichter, wenn man es dann ganz flach abgezogen hat, hat das keine Rückstände hinterlassen. Naja, ist wirklich sehr empfindlich, wie die meisten das auch schon gesagt haben. Die Box sieht ganz okay aus. Ich finde das jetzt nicht besonders einfallsreich. Einfach nur hier dieses Zeichen drauf. Naja, was soll's. 54,99 € kostet die Box. Ich habe beim Filmgespenst ja vor einiger Zeit das Gewinnspiel gewonnen, hatte einen 20 € Amazon-Gutschein noch dazu gewonnen und habe den dann hier eingelöst. Habe ich jetzt also 34,99 € für die Box bezahlt und das ist ja in Ordnung. Die Steelbooks sind dann hier drin, die habe ich nochmal in Folien eingepackt, weil die hier lose drin waren und hier könnte es dann schon mal dazu kommen, dass eventuell die Steelbooks zerkratzen. Deswegen habe ich dann nochmal die Folien drum gemacht. Dann haben wir ja hier das Büchlein, das hat ja jetzt auch schon jeder gezeigt. Ich denke mal, da muss ich jetzt nichts mehr zu sagen. Ja, den dritten Film habe ich auch noch gar nicht gesehen. Bin da sehr gespannt drauf. Ja, die Dark Knight Trilogie. Dann habe ich bei BMV Medien drei Filme bestellt. Die sind jetzt auch schon angekommen. Und zwar Henry, Portrait of a Serial Killer, hier in der schönen Bildstörung Veröffentlichung in der Dropout-Reihe Nummer 19, inklusive Soundtrack. Eine sehr, sehr schöne Veröffentlichung, wie ich finde. Ein sehr, sehr guter Film, sehr, sehr kontrovers, viel diskutiert, aber ich finde einfach sehr, sehr gut gefilmt, schön dreckig und so roh, wie das Leben nun mal auch sein kann. Und ja, guter Darsteller, sehr, sehr schön. Dann habe ich mir bestellt, was ja auch schon tausendmal gezeigt wurde, ich habe es auch noch nicht geguckt, es wird am Freitag geguckt. Und zwar Hobo with a Shotgun hier in diesem schönen Mediabook, 2-Disc Limited Collector's Edition, wurde ja auch schon tausendmal vorgestellt. Habe ich auch noch nicht aufgemacht. Wird am Freitag geöffnet, da wird ein Filmabend gemacht und da werden 2, 3, 4 Filme geguckt, mal sehen. Und der wird dann auch geschaut. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, viele haben ja schon von erzählt und eigentlich auch nur Positives, soll ja ziemlich krass sein, der Film. Ich bin sehr gespannt drauf, mal sehen, was der Film für mich ist. Und auch eine sehr, sehr schöne Veröffentlichung. Endlich nach etlichen Jahren der Film mal in einer ja, offiziellen VÖ-Videodrom in diesem wunderschönen Mediabook. Das Cover ist sehr, sehr einfach gehalten. Hier so mit so einem bunten Motiv. Videodrom steht da drin. So eine Art Fernsehrauschen soll das darstellen. Sehr, sehr schön gemacht. Habe ich auch noch nicht aufgemacht. Mache ich auch nicht, weil ich den Film noch, ich kenne den natürlich und solange ich ihn nicht gucke, werde ich den auch noch nicht öffnen. Aber eine sehr, sehr schöne VÖ von Koch Media. Die machen ja wirklich immer grandiose Veröffentlichungen und da musste ich natürlich auch zuschlagen. Ja, und dann hatte ich noch bei Amazon, ich weiß jetzt gar nicht, welche Aktion es war. Es gab es ja Cyber Monday und dann gab es irgendwie den Adventskalender und keine Ahnung, davor war auch eine Aktion und in der Aktion gab es Two and a Half Men, die komplette Box. Staffeln 1 bis 8, also alle Folgen mit Charlie Sheen. Alles andere, was danach kam, interessiert mich auch gar nicht. Und ich wollte einfach nur diese 8 Staffeln haben.
in dieser schönen Box. Und die gab es statt für 83 Euro für 55. Und da konnte ich definitiv nicht Nein sagen. Also musste ich natürlich bestellen. Ist auch ganz schwer. Sind alles die schönen Digipacks drin. Und ich liebe die Serie einfach. Die ist wirklich klasse. Ja, das war mein Update für diesen Montag. Ja, nächsten Montag kommt dann mein nächstes Update. Und zwischendurch, wie gesagt, ich habe momentan nicht die Zeit, um jetzt die Filme zu gucken, die ich in den Reviews machen wollte. Die will ich natürlich vorher mir erstmal anschauen, bevor ich hier eine Review mache und dann hier irgendwas nur vorlese. Ich will natürlich auch nochmal mein Wissen und über die Handlungen alles nochmal aktualisieren und mal sehen, wann ich dazu komme. Es wird aber irgendwann auf jeden Fall folgen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt Kommentare und wir hören und sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald.